Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Red Rejuvenation. Wir sind hier wunderschön vor dem Kampffeld und müssen heute kämpfen, weil Valerie mich quasi gezwungen hat, um Emma fertig zu machen. Und ja, auf geht's, würde ich sagen. So, drei Pokémon an. Nein. Okay. Ich würde normalerweise das, das und das hier auswählen. Aber haben wir damit eine Chance gegen Valerie? Wenn das hier schon entwickelt wäre, ist es aber nicht. Vielleicht kriegen wir es mit den Kämpfen davor entwickelt. Dann würde ich das nämlich gerne mitnehmen. Dann würde ich das mitnehmen und meinen Starter. Lass uns beginnen. Dass ich das nicht davor gelevelt habe, bevor das alles passiert, das ist so traurig. Naja, das ist der Anfang des Wettkampfs. Ihr kennt alle die Regeln? Ich muss sie nicht erklären. Los geht's. Ich möchte in den Prestigeraum. Dann kann ich Leute von oben mit Dingen abwerfen. Ist das nicht das Beste für uns alle? Was? Okay. Smith. Nein, fängt ihr einfach mit einem Stahl-Pokémon an. Und mein Gift-Pokémon so. Yo. Passt. Okay. Ich habe schlechte Nachrichten. Fies, hör auf. Dankeschön. Das hat ganz schön viel Schaden gemacht. Fortress. Das ist Dings. Das ist... ja. Dings. Wie heißt es denn? Jetzt fällt es mir nicht ein. Das Kackding, das immer explodiert. Hat das geholfen? Was macht es denn? Hat es gerade Energie gespeichert? Was tut es? Ja, natürlich tut es das. Aber es trifft mich doch theoretisch gar nicht, weil ich Geist bin. Hm. Das war ein Crit. Das war der traurigste Crit aller Zeiten, möchte ich nur sagen. So, Freundchen. Metang. Okay. Metang ist okay. Solange es kein Metacross ist. Metacross wäre ein größeres Problem gewesen. Mein Traum. Was für Traum. Es ist alles ruiniert. Ich kann nicht weiterleben. Nächster. Mann, ich habe gerade Aqua Town besucht wegen dem Aquarium. Ich möchte nur zurück nach Carlos, weißt du? Und was bringt es dir dann, hier mitzukämpfen? Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. Manny. Manny hat, ach herrje, natürlich ein Carlos-Starter. Wäre auch seltsam, wenn nicht. Was ist denn stärker, Sludgebomb? Oh ja, sehr schön. Das hat mich gepflanzt. Das ist gemein. Sehr schön. Sammel deine XP für die Entwicklung. Wir bleiben drin. Es wird jetzt mit einer Psycho-Attacke kommen, fürchte ich. Oh, okay, das ist kreativ. Warum keine Psycho-Attacke? Kannst du noch keine Psycho-Attacke? Das ist jedenfalls ungewöhnlich. Meinen Müll zu sehen und kein Psycho draufzuhauen. So, da kommt der Müll wieder rein. Ah, kriegen wir vielleicht entwickelt? Vielleicht. Mal gucken. Oh nein, der kann Umlichtattacken, oder? Nein, anscheinend nicht. Er kann nur meine Genauigkeit senken. Das bringt ihm aber nichts. Weil ich ihn trotzdem besiegt habe. Es hat nicht gereicht für ein Level-Up. Ich werde jetzt gehen. Nächster. Ist das schon der letzte Kampf? Oh nein, ich wollte meinen Müll entwickeln. Oh Mist. Hast du schon von diesem Emma-Mädchen gehört? Ich habe gehört, sie arbeitet für den Wächter. Sie ist eine Verräterin, ein Gegner. Wir sollten sie besiegen, wir sollten sie fertig machen, wenn wir die Chance haben. Mach sie fertig, Miri. Der letzte Kampf für den Prestigeraum wird jetzt beginnen. Oh, wollte sie, dass ich mitmache? Dass ich mich mit meiner Mutter treffen kann, die dann da hinkommt? Oder ich komme zu ihr oder sowas? Halt dich nicht zurück oder du wirst verlieren. Beginnt. Okay, auf geht's. Ah, oh, das macht aber viel Schaden. Oh, es war nur Zoroark. Fies. Oh nein. Ich habe mich schon gewundert. Megane konnte nämlich davor nicht abschlagen. Jetzt habe ich meinen armen Müll an einem Feen-Pokémon verschwendet, das gar kein Feen-Pokémon war. Fies ist das. Oh, das hat so viel Schaden gemacht.
Komm schon, Bullet Punch. Das ist sehr effektiv, weil es Fee ist. Yes! Sehr schön. Und ein Level Up. Ah, damit bin ich bei meinem letzten Level angekommen. So, dann hauen wir mal drauf. Auch mit... Oh nee, das ist nur... Gras, ne? Pflanze, Gras. Jetzt fange ich schon an wie bei Louis. Ich hoffe, ich bin schneller. Ich bin nicht schneller. Oh, hätte ich doch... Hm. Na gut. Oh wow, das macht viel zu wenig Schaden. Aber er macht mir halt auch gar keinen Schaden, ne? Traurig. Guter Kampf, guter Kampf. Nein, ist nicht ihr Ernst. Oh nein, das kann sie doch nicht tun. Oh nein, Leute, wir kämpfen für immer. Komm schon, critte es. Mach irgendwas. Nein, hör auf. Oh, ich hasse es. Das hatten wir in diesem Spiel schon. Oh, nein. Oh. Es hat nicht nochmal Synthese ein. Danke, Emma. Danke, dass du mich aus diesem Loop befreit hast. Okay. Ich denke, ich habe verloren. Du hast gewonnen. War ein guter Kampf. Ha. Nicht so tough jetzt noch, ha? Was kann ich sagen? Miri ist ungewöhnlich. Ich war nicht gut genug und habe verloren. So geht's eben. Unter dem Kronleuchter im Prestigeraum habe ich etwas für dich gelassen. Vergiss es nicht. Okay. Wächter, sorge dafür, dass du Miri am Ende des Tages in den Prestigeraum bringst. Ja, Sir. Das war klasse, Miri. So wie du sie fertig gemacht hast, das hat mein Herz, mein rachelüsternes Herz mit Freude gefüllt. Und jetzt darfst du in dem Raum für eine Nacht schlafen. Aber gewöhn dich nicht zu sehr dran. Du wirst nicht bleiben. Wir werden nicht bleiben. Okay, die lilanen Bücher in der Bücherei. Wir treffen uns an unserem vereinbarten Ort. Bis dann. An unserem Ort, okay. Okay, die Bücherei. Wo ist die? Nein, die ist da hinten. Ah. Hier ist sie. Ich bin mir sehr sicher, ich hätte auch von der anderen Seite rumlaufen können. Hups. Lila, 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 lila. Du hast das Buch mit dem lilanen Umschlag gefunden, den Dasaki erwähnt hat. Lesen. Dieser Brief ist für Miri. Wenn du nicht Miri bist, dann verzieh dich. Geh durch den Garten und laufe nördlich des Teichs. Ein Geheimnis erwartet dich hinter einer grünen Wand. Aber ich darf doch noch gar nicht in den Garten. Oder? Das war nicht ganz das, wo ich hin wollte, aber... Schon okay. Ich darf doch nicht in den... Doch, ich darf jetzt in den Garten. Nein, doch. Ich dachte gerade, wo bin ich hingekommen, aber das war noch eine andere Szene. Brauchst du noch etwas von mir? Ich möchte mit dir über letzte Nacht reden. Du warst hungrig. Was? Wir werden einfach nicht darüber reden. In Ordnung. Ich habe keine Idee, worüber du redest, aber okay. Ich möchte, dass du ein Auge auf Miri und die Gruppe hast. Diese Gruppe besteht aus Valerie Kersey, Adam Might und Saki Blackeroy. Was haben sie getan, dass so etwas sein muss? Ich habe nur einen Verdacht, das ist alles. Okay, wenn du so sagst. Okay, ich möchte etwas fragen, bevor ich gehe. Eher die Fortsetzung einer vergangenen Frage. Du möchtest wissen, warum wir allen erlauben, hier im Gefängnis zu kämpfen. Warum konfiszieren wir nicht die Pokémon, die sie haben? Wirst du sie beantworten, die Frage? Lass es mich so sagen. Es ist egal, wie das Ende des Schlosses hier sein wird. Ob es ein Aufstand ist oder ob es einfach aufhört. Wir werden bekommen, was wir wollen. Ein Aufstand ist in Ordnung in einem Gefängnis? Was? Du kannst dich gern lustig darüber machen. Was passiert, wenn ein Aufstand ausbricht?
Viele Leute werden verletzt. Meistens die Unschuldigen. Und das hier wird viel weiter gehen als nur ein paar Unschuldige, die verletzt werden. Menschen werden auf brutale Art und Weise sterben. So wird es laufen. Also möchtest du, dass die Gefangenen in einem Aufstand sterben? Was auch immer sie tun oder nicht, ist egal. Du verwirrst mich. Aber ich werde darüber nachdenken. Tu das. Du darfst gehen. Okay. Oh, sie haben sogar Pokémon. Eine grüne Wand. Ah ja. Oh, wow, endlich. Das Rätsel, das ich dir gegeben habe. Ich meine, das habe ich in 5 Minuten gemacht. Aber du hast es geschafft. Du bist ein Genie. Ah, du hast recht. Valerie hat mir gesagt, dass ich einfach nur eine kurze Notiz schreiben soll. Ich hatte keine Zeit nachzudenken. Komm schon, alle warten, los geht's. Jetzt bin ich gespannt. Wo muss ich hin? Was ist das? Ist ja ein geheimes... Nein. Kein geheimer Durchgang hinter einem Wasserfall, wie langweilig. Miri ist hier. Miri... Okay. Hi. Was? Schön, dich zu treffen. Was? Wartet, redet das Pokémon mit mir? Warum kann es reden? Ich meine, was? Warum? Okay. Hi, Rutena. Schön, dass du reden kannst. Ha, überrascht, dass ich reden kann? Das ist möglich dank einer Erfindung von Saki. Ja, Rutena und ich sind schon lange Freunde. Was ist das für ein Ort? Wir sind nicht sicher. Es ist ein Ort, den die Wächter definitiv nicht kennen. Als wir hier ankamen, hat Saki diesen Ort gefunden, während sie die Gegend erkundet hat. Und ich bin für immer dankbar, denn die Sigillen, die hier im Schloss sind, haben meine Möglichkeit zu denken gestört. Und ich bin unabhängig. Ich habe keinen Trainer, ich möchte keinen. Also, hier zu sein ist wunderbar. Siehst du? Neugierig zu sein kann nützlich sein, manchmal. Ja, aber manchmal ist es schwierig hier hinten. Ich bin sehr einsam. Ich weiß nicht, was im Schloss passiert. Oh, mach dir keine Sorgen. Wir haben Miri hergebracht, um einen Fluchtplan zu machen. Okay, das ist richtig. Also, um anzufangen, wir müssen einen Weg finden, um diese Sigillen auszuschalten. Als Saki sich eine angesehen hat, in den Minen, hat sie nach einem Passwort gefragt. Ich denke, das ist ein Weg, es zu tun. Es gibt vielleicht auch andere. Dieses Passwort rauszufinden ist quasi unmöglich. Ich habe mir ein paar Bücherregale in der Bibliothek angesehen und habe Nummern gefunden, aber ich denke, keine bringt hier was. Warum sagst du das? Sie hatten mehr Ziffern. Das Passwort akzeptiert nur 5. Nun, dann was? Gibt es eine Sigille im Garten, die nicht richtig funktioniert? Vielleicht können wir dort etwas finden. Möglich, aber es gibt dort immer Wächter. Wenn ihr eine Ablenkung braucht, dann könnte ich dafür sorgen. Sicher, dass das sicher ist? Nein. Oh Mann, wir folgen ihr besser und sorgen dafür, dass es ihr gut geht. Okay. Miss Blackery, hören Sie auf, rumzurennen. Oh, was ist los, Mr. Wächter? Mache ich Ärger? Tut mir leid, aber ich kann tun, was ich will. Es ist mir egal, was du sagst. Hör auf oder du wirst es bereuen. Oh Gott. Was tun sie? Oh, das ist nicht gut. Was? Okay, das hörte sich ein interessantes Gespräch. Was tun die da oben? Leute, was macht ihr? Und all diese Wächter sehen nicht, dass wir da hin durch die Wand gehen. Ist klar. Okay, das Ding hier scheint irgendwas zu haben. Saki ist gut darin, nervig zu sein und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Okay, denkst du, du kannst hier irgendwas rausfinden? Saki
hat etwas mit dem Programm rumgespielt, Maschinen und all sowas. Glücklicherweise für mich, für uns, habe ich ihr zugesehen, wie sie so langweiliges Zeug gemacht hat. Also habe ich ein paar Dinge gelernt. So wie ich das sehe, sind diese Sigillen, bekommen diese Sigillen Energie von woanders und werden auch von woanders kontrolliert. Diese Fenster, die auftauchen, können nur die lokalen Einstellungen verändern. Die lokalen Einstellungen? Ja, die Intensität des Signals, wie aggressiv die kontrollierten Pokémon sind. All so düsteres Zeug, wirklich düster. Also können wir hier nichts tun. Vielleicht, wenn wir die Intensität ganz nach unten stellen können, können ein paar von uns sich befreien. Aber das kann jederzeit verändert werden, also ist es nicht wirklich sicher. Wie nervig. Vielleicht sollten wir aufhören, hier mit rumzumachen. Wir wollen schließlich nicht gefangen werden und Rutena muss zurück zum Haus gehen. Ja, ich gehe. Schön, dich getroffen zu haben, Miri. Und wir sollten in den Speisesaal gehen. Wir können dort mehr diskutieren. Okay, lass uns gehen. Alles klar. Dann tun wir das. Wo komme ich denn hier hin? Ah ja. Der Speisesaal sollte hier sein. Wo sind meine Leute? Da ist Adam und da ist Valerie. Hey Miri, Essen ist nicht gut wie immer. Ich werde etwas für Saki übrig lassen. Sie wurde nämlich in ihren Raum gesperrt ohne Essen für heute. Ha, das ist nicht witzig, Adam. Sie hat das für das Team getan. Ist trotzdem witzig. Hey, also anscheinend ist Emma hier, seit sie den Wettkampf verloren hat. Ich frage mich, warum das so ein Problem ist. Findest du es nicht seltsam, dass sie nur da sitzt und nichts tut? Nicht mal essen? Als würde sie auf etwas warten? Weil ich bin sicher, du bist nur etwas paranoid. Emma, hier ist dein Essen. Danke. Du hast etwas fallen gelassen. Habe ich etwas fallen gelassen? Hey, was tust du? Tut mir leid, du hattest Staub auf der Schulter. Ich dachte, ich mache es für dich weg. Oh, hey, danke. Gute Nacht, Emma. Du auch. Ja, wie unauffällig. Okay, das war seltsam. Du kannst nicht sagen, dass es das nicht war. Okay, irgendwas ist mit ihr, aber das wussten wir schon. Ich weiß nicht, ich habe ein komisches Gefühl. Ich denke, sie sagt nicht die Wahrheit darüber, wer sie ist. Was auch immer. Du hast recht. Ich denke viel zu viel darüber nach. Ich esse und dann gehe ich schlafen. Gute Nacht. Und da hätten wir die Nacht von Tag 3. Nacht 3. Bittersweet. Oh, ich werde sowas von meiner Mutter treffen. Okay, Miri. Ich werde dir ein paar Dinge erklären. Du hast den Raum nur für heute Nacht. Wenn du länger bleiben willst, dann musst du mehr Kämpfe gewinnen. Das Essen ist auf dem Tisch. Wir werden es morgen wegräumen. Dieser Raum darf nicht verlassen werden, so wie eine normale Zelle. Mach keine Unordnung. Wir wecken dich um 7 Uhr auf, um dich rauszubringen. Mach uns keinen Ärger. Gute Nacht. Okay. Das hört sich ja spannend an. Leute, ich würde sagen, was hier heute Nacht passiert, das erfahren wir morgen in der Folge. Bis dahin, macht es gut und tschüss.